Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Es ist angerichtet für eine spannende Party zwischen zwei guten Mannschaften. Durfte sie beide schon jeweils einmal begleiten. Gladbach am ersten Spieltag in Kamerinborn und Bocholt gegen Aalen. Die Partie läuft. Gladbach in grün von links nach rechts. Die Gäste aus Bocholt in schwarz von rechts nach links. André Bugler hatte ja das 1:0 gegen Alemannia Aachen gemacht mit einem schönen Drehschuss. Erstmal schauen wir auf Assalari. Kuschtrim, Assalari! Erste richtig gute Chance, noch nicht zu Ende. Und dann ist der Ball im Tor. 1:0 für die Borussia. Und das war, na klar, wer denn eigentlich sonst? Semir Tilalovic. Nächste Ecke, Gladbach am Drücker. Kader. Çağatay Kadir, 2:0! Bocholt eiskalt erwischt. Aber das Tor zählt nicht. Und jetzt gibt's die Chance für Feysulau. Mergi Feysulau, steht es gleich ein? Oh, Gottes Willen! Oh, das ist der Riesenfehler, der nicht passieren darf. Tilalovic und 2:0. Steffen Meuer, 22. Spielminute. Erst haben sie die Gladbacher auseinandergespielt und dann schießen sie sich selber ins Knie mit so einem Fehler. Das darf nicht passieren gegen so eine starke Mannschaft. Wir schauen es nochmal drauf. Ja, und das ist, den muss man schärfer spielen, so Querpass, wenn man ihn überhaupt spielen sollte. Tilalovic mit der nächsten Torbeteiligung, also der Typ ist echt eine Maschine. Feysulau, Bugler, Obst. Und jetzt muss er mal mit links den Ball bringen. Obst, gut gemacht, Chance, 1:2. Malek Fakro, da habe ich ihn eben noch als Phantom bezichtigt und dann macht er das Tor. Der Neuzugang des VfB Lübeck, schauen wir nochmal drauf. Gut von Bugler und dann der Rechtsfuß Obst mit der flachen Flanke, Ausrutscher von Michel Lieder und dann Fakro, eiskalt in die kurze Ecke. Beckert, super gesehen. Die Lücken sind da. Die Chance ist da. Und das 2:2. André Bugler, 42. Minute. Und die Gladbacher passen mal so gar nicht auf in der Defensive. Das ging ja viel zu einfach. 42. Minute. Und soll ich euch was sagen? Das ist verdient. Das ist verdient. Schauen wir noch mal drauf. Der Pass von Beckert. Dann läuft da Beckhoff, ist es glaube ich nicht mit. Najjar macht seinen ersten großen Fehler des Spiels. Und dann muss Brüll rauskommen. Ist dann chancenlos. Und Bocholt holt hier ein 0:2 auf. Locke. Scharfer Ball. Der kommt an. Große Chance. Und jetzt muss er ablegen. Und das ist das Tor. 3:2. Kuschtrim, Assalari, 84. Minute. Ich hab's gesagt, wenn hier ein Team näher dran ist am Tor, dann sind es die Gastgeber und die machen's. Und wir schauen uns das doch mal an. Oh, schaut euch diesen Ball an und dann verschätzt sich Obst auf der linken Seite. Klasse abgelegt. Und dann Kuschtrim, Assalari. Das DFB. Mit albanischen Wurzeln habe ihn fälschlicherweise Kosovare getauft. 3:2. Oh! Das meint er nicht ernst. Das meint der nicht ernst. Was ein Debüt. Ben Zich. Entschuldigung, du arme Sau.
3:3, 85. Minute. Und ein Paradebeispiel dafür, wie man eine Führung wieder herschenkt. Der Junge wird daraus lernen, aber das darfst du nicht machen. Und dann ist die Partie zu Ende. Jubel im Bocholter Block und Frust bei den Gladbachern. Und beides ist mehr als verständlich. 3:3 in einem wilden Spiel trennen sich die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach und der Aufsteiger, der 1. FC Bocholt. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.